Hallo liebe Leute, hier habe ich eine Folge 6 Schnorchelmaske auf Amazon zum Testen bekommen, war in diesem kleinen Täschchen mit drin und da ist eine Anleitung mit dabei, ganz kurze mit Bildern, bebilderte Anleitung und ist sehr ausführlich eigentlich und da eine Informationszettel, Infoblatt ist mit dabei auf verschiedenen Sprachen, auf was man da aufpassen muss. Ist auch in Ordnung, also verschiedene Sprachen, Deutsch, Französisch, Italienisch und weitere Sprachen. Und das hier ist die Vollgesichtsmaske. Wir haben das vor 4 Tagen getestet, also besser gesagt mein 7-jähriger Enkel. Wir waren alle natürlich mit dabei, haben aufgepasst im Pool. Und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Es ist sehr gut verarbeitet. Also besser als die anderen Schnorchel, was wir bis jetzt hatten. Wir haben nur so Halbschnorchel gehabt, die klassischen. Und das ist auch sehr, sehr, sehr gut. Das ist auch sehr fest. Das kann man sehr schön einstellen. Und innen drin ist es Silikon. Also richtig schöne, weiche Silikon. Und damit hat der Enkel gar keine Probleme gehabt. Und innen drin auch ist es Silikon, Nasenbereich. Also da ist auch kein Wasser durchgekommen. Wie gesagt, man muss da ein bisschen aufpassen, mit dabei sein. Da ist kein Wasser reingekommen. Das war komplett zu von allen Seiten. Und ja, mein Enkelkind war unter Wasser mit uns und ja, wir haben ihn beobachtet und er hat Spaß daran gehabt, also es funktioniert sehr, sehr gut und er hat auch ohne Probleme atmen können, also vom Beschlagen der Scheibe haben wir jetzt von außen gar nichts gesehen und nachdem wir ihn gefragt haben, er hat auch nichts bemerkt und das Schnorcheln da, der kommt da oben drauf, das wird da hingesteckt, da reingesteckt, da wo man Wasser einatmet, es ist dicht genug eigentlich und der Dichtungsring ringsrum, da kommt auch kein Wasser rein. Es ist auch sicher eigentlich, sobald man ein bisschen reintaucht ins Wasser, da aktiviert sich oben also kleine Kügelchen, die geht drauf und da kommt auch kein Wasser mehr rein. Also wir finden, das ist ein Top-Produkt und wir bewerten das mit 5 Sternen.